Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Need for Speed Heat Video hier bei mir. Und zwar geht es heute mal darum, was ich mir in diesem Spiel alles so wünsche. Und wie man sehen kann, wünsche ich mir direkt schon als allererstes einen Polizeimodus. Und zwar wünsche ich mir Polizeiautos in dem Spiel, so dass nicht wir die Gejagten sind, sondern wäre ich gerne mal Jäger. Egal ob jetzt offline oder online, ich würde wirklich, wirklich, wirklich gerne mal diese Seite übernehmen und würde gerne mal andere Spieler jagen oder halt auch offline, wie auch immer. Das wäre richtig, richtig cool auf jeden Fall. Ich weiß nicht, dass man vielleicht sogar besonders viel RP bekommt dafür oder so. Und in diesem Zuge, das ist kein zweiter Wunsch, aber im Prinzip, also dieser Wunsch gehört eigentlich dazu. Ich wünsche mir, dass die Rap-Stufe hochgesetzt wird auf Stufe 75, ne? Also nicht 100, das kann man ja später mal erweitern. Ich wünsche mir eine Rap-Stufe von 75 und einen Polizeimodus, also einen Verfolgermodus. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ob ihr da auch Bock drauf hättet, aber bitte EA, bitte, bitte. Ich bin zwar noch ein ganz, ganz kleiner YouTuber und ihr werdet mein Video wahrscheinlich nicht sehen, aber falls doch, bitte fragt doch mal die Spieler, ob die nicht gerne so einen Polizeimodus hätten. Das wäre doch so geil, wenn man dann irgendwie sehen würde, aha, der andere hat eine Heat-Level. Ich weiß ja nicht, wie das funktionieren könnte, aber dass man irgendwie über seinem Auto oder was ein Heat-Level sieht und dass man den dann rausziehen kann halt. Das müsstet ihr dann im Prinzip ja so machen, wenn er Heat-Level 0 hat, dass man den nicht cachen kann. Aber wenn er 1, 2, 3, 4 oder 5 hat, dass man den halt cachen kann, ne? Dass man den zur Seite rammen kann oder dass man den verhaften kann. Das wäre doch ein super Modus. Das würde so einen riesen Spaß machen. Das wäre so geil, Leute. Und EA, das wäre echt der Hammer. Ja, das war es eigentlich auch im Prinzip schon mit dem ersten Wunsch. Mein erster Wunsch ist, ja, wie man hier sehen kann, ich habe den jetzt extra mal für das Video hier so gestaltet. Ich habe das jetzt nicht selber gemacht. Ich habe mir eine Folie runtergeladen. Ist ja nicht so schwer. Okay. Und ja, ne, es sollte ja jetzt nur für das Video sein, weil ich Bock auf einen Polizeimodus habe. So, weiter geht's zum zweiten Wunsch. So, da kommen wir auch schon direkt zum zweiten Wunsch. Und zwar wünsche ich mir mehr Offroad. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Da haben wir ein Offroad-Rundkursrennen. Da unten haben wir noch einen. Und dann haben wir hier noch was. Aber dann hört es auch schon fast wieder auf. Wir haben ganz, ganz wenig Offroad. Hier haben wir noch ein paar. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Hier noch ein bisschen was. Aber es ist echt wenig an Offroad, finde ich. Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Offroad-Rennen. Und ich wünsche mir variable Events. Also ich wünsche mir auch Rennevents zum Beispiel, die es nur an einem bestimmten Tag gibt. Irgendein Rennen, irgendein besonderes Rennen, wofür man ein besonderes Item bekommt, dass es dieses Item dann nur an diesem Tag gibt und nur innerhalb dieser, was weiß ich, 3 Stunden oder was. Und wenn man das verpasst hat, dann hat man das Item halt nicht. Das wäre doch auch was Cooles. Das wäre doch auch ein Reiz, dass man sagt, ja Leute, da gehen wir jetzt auf jeden Fall online und dann wird zusammen gezockt und jetzt versuchen wir zusammen dieses Item zu bekommen. Das würde auf jeden Fall richtig großen Spaß machen. Also damit meine ich halt, wie gesagt, so Events, die nicht immer da sind. Dass man zum Beispiel, wenn man das verpasst hat, dass man wieder 2 Wochen warten muss, bis dieses Event nochmal neu kommt. Das wäre so geil, ganz ehrlich Leute, das wäre sowas von toll. Das wäre mega. Und das war es eigentlich auch schon mit dem zweiten Wunsch. Wie gesagt, ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Offroad-Rennen. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum dritten Wunsch. Und zwar wünsche ich mir, dass die Map erweitert wird. Man kann hier oben noch so ein paar Züge und Striche sehen. Da oben kann man noch Straßen sehen, wo man gar nicht hinkommt, weil da die Map zu Ende ist. Da führt es gar nicht weiter hier hoch. Und hier auf der linken Seite Richtung Berg, da kann man noch ein paar Strukturen sehen. Und ich finde, das ist noch relativ groß hier alles. Ich würde mir wünschen, dass das hier unten zu einem eigenen Gebiet wird. Und wenn ihr mal aufpasst, wenn wir mal mit dem Kreis rausgehen, wir kommen raus aus der Map. Und wenn ich jetzt so nach rechts gehe, hier bewegt sich das und guck mal, wie weit der rausgeht. Ich halte und halte und halte und halte. Und jetzt halte ich immer noch und ich gehe mal wieder zurück. Und guck mal, das dauert locker 2 Sekunden, bis er wieder da ist. Da ist doch bestimmt noch ein bisschen was vom Map, wenn wir mal hier hinzählen. 1, 2. Guck mal, wie weit der dann drin ist. Das heißt, locker kann man noch eine Map in dieser Größe hier hinbauen. Wirklich, in dieser Größe, was ich hier gerade einkreise, das passt doch locker da links hin. Ich würde das mega feiern, wenn EA sagen würde, yo, wir machen jetzt ein weiteres Gebiet. Und das sieht ja auch ehrlich gesagt sehr danach aus, ne? Weil, wenn man hier mal schaut, da ist eine Brücke. Man kann das ja hier sehen, ne? Hier ist eine Brücke, aber da links ist nichts. Okay, ich muss zugeben, ich habe noch nie versucht, da hinzufahren, aber da ist doch nichts, oder? Oder habe ich da irgendein Gebiet verpasst? Nein, ganz bestimmt nicht. Weil ihr könnt sehen, Palm City Gesamtfortschritt 87%. Und wenn ich da jetzt hingehe, dann wird mir hier dieser Fortschritt angezeigt. Da 100, da habe ich 68.
mit diesem Account und hier ist gar nichts. Hier ist nichts, was man fahren kann. Und hier unten zum Beispiel, da gibt es nur Wasser. Also, ich weiß nicht. Ich hätte echt den großen Wunsch, dass EA die Map noch erweitert in Form von einem DLC. Das wäre richtig geil. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ob ihr Bock auf eine Erweiterung habt, ob ihr Bock auf mehr Events habt oder überhaupt Events, ob ihr Bock auf mehr Offroad habt oder vielleicht mehr Drift wollt oder noch mehr Rennen. Weil ich finde, Straßenrennen gibt es zu Genüge. Es gibt ganz viele, könnten auch mehr sein, aber davon gibt es viele. Aber wirklich Offroad, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Wunsch. Ja, jetzt komme ich zu einer Sache, die wohl alle oder viele betrifft. Naja, sagen wir mal, es betrifft viele. Und zwar, wenn wir jetzt hier in dem Pausemenü sind und oben rechts mal gucken, die Lobby ist voll mit 16 Spielern. Und EA, bitte erweitert die Lobby. Macht sie doch größer. Macht das... Ja, weiß ich nicht. Wir können in der Crew 32 Mitglieder sein, was auch viel zu wenig ist. Aber erweitert doch bitte diese Lobby auf 32 Mitglieder. Das ist doch wohl machbar. Ihr habt doch leistungsstarke Server, oder nicht? Okay. Bitte EA, hebt das Limit an Spielern auf einem Server an. Das wäre so geil. Natürlich wäre das dann hier und da vielleicht ein bisschen überfüllt und man könnte sich trollen. Vielleicht muss man auch nicht 32 machen, aber macht es auf 20, 22, 24, 25 Spieler. Das wäre super. Ganz ehrlich, wenn man in einer Crew ist, sagen wir mal, so wie in meinem Fall, ich bin jetzt hier YouTuber und als Beispiel, ich gehe viral, wie man sagt, und habe dann auf einmal 500 Leute, die meine Crew wollen. Das geht nicht, weil nur 32 Plätze frei sind. Ich habe jetzt schon mit 600 Abonnenten, by the way, vielen Dank für die 600 Abonnenten. Ich habe jetzt schon eine zweite Crew erstellen müssen, weil die erste innerhalb von 1,5 bis 2 Tagen voll war. Ich hatte so viele Crew-Anfragen, die war so schnell voll, die Crew, dass ich eine zweite erstellt habe. Und ich bin mir sicher, wenn das hier so weitergeht und wenn ihr zahlreich so Bock auf meinen Content hier habt, auf mich und meinen Content und mit mir zu zocken oder mit uns generell zu zocken, dann wird es auch noch eine dritte, vierte und fünfte Crew geben, wenn das so weitergeht. Das hoffe ich natürlich sehr. Das bedeutet aber auch, dass ich mir einen Account hier nach dem anderen erstellen muss, damit ich eine Crew erstellen kann. Was mich jetzt nicht so großartig stört, weil ich das Spiel wirklich gerne spiele. Aber da kommen wir auch schon direkt zum zweiten Wunsch und das ist auch direkt an EA gerichtet. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal auf Social gehe, meine Crew öffne und auf Mitglieder gehe, oh, wir haben einen weniger, Leute, jetzt mal gerade, oh, naja, cool, da ist schon die nächste Anfrage, okay, dann hat sich das erledigt, ich wollte gerade sagen, ist ein Platz frei, aber oben rechts könnt ihr den gelben Punkt sehen, eine Anfrage. Gut, wenn ich da jetzt mal hingehe, wir haben eine maximale Zahl von 32 Plätzen, wir haben 4 offene Anfragen, also ihr seht es, die Leute wollen in die Crew. Und ich habe extra schon eine zweite erstellt. Bitte EA, macht das Limit hoch. Lasst das doch zu, dass irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute in die Crew können. Oder 200 oder keine Ahnung wie viele. Oder 120, keine Ahnung. Aber bitte doch nicht nur 32. 32 Crewmitglieder, EA, ernsthaft? Ist das euer Ernst? Also, ich sag mal, 32 Leute für so eine Privatsession oder Privatleute, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber, hey, hallo. Weiß ich nicht. Heutzutage gibt es auch sowas wie ein öffentliches Internet. Heutzutage gibt es sowas wie YouTube und Twitch und Mixer und was es nicht alles gibt. Und da gibt es Anhänger, da gibt es viele Anhänger. Und ich würde wirklich an euch appellieren und zu sagen, erhöht das Limit der Crewmitglieder. Bitte. Wir YouTuber und Streamer, wir würden euch sowas von dankbar sein, damit die ganzen Leute, die mitspielen wollen, auch mitspielen können. Wir wollen denen ja die Möglichkeit bieten, mitspielen zu können. Naja, aber was gibt's da lange rumzumeckern? Das ist ein wunderbares Spiel. Es hat hier und da noch ein paar Bugs, aber sonst generell ein super geiles Spiel. Ich habe das Spiel schon zum zweiten Mal durch. Ich werde mir jetzt noch einen dritten Account erstellen. Da werde ich auch höchstwahrscheinlich noch eine dritte Crew erstellen, die ich dann, naja, Marvin Keno YT3 nenne. Naja, aber ist halt so. Also, Marvin Keno YT2 haben wir auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Da sind wir, glaube ich, aktuell 22 Mitglieder. Ich müsste gleich mal gucken, ob ich da wieder Anfragen habe und welches Level wir sind. Das müsste ich unter meinem letzten Video aktualisieren in dem Kommentar. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Sagt mir mal eure Meinung zu den Wünschen, ob die Wünsche gerechtfertigt sind oder ob ihr andere Wünsche habt oder vielleicht den gleichen Wunsch oder ob ihr einen ähnlichen Wunsch habt. Das würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und wenn ihr mir weiterhelfen wollt, dann teilt dieses Video, verbreitet das Video im Internet, zeigt es euren Freunden, teilt es mit euren Freunden
und lasst mir ein Abo da. Das bringt mich auf jeden Fall weiter. Das bringt mich auch näher an euch ran. Je größer meine Community ist, je größer die Gemeinschaft ist, desto mehr kann ich mit euch machen und desto mehr kann ich euch bieten. Und in diesem Sinne, Leute, sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle ein riesen Dankeschön und bin raus und sage ciao. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.